Wir waren heute im Stream am Ladoga-See und zwar auf Ludoga Saibling, Klotz-Saibling und den normalen Bach-Saibling. Und was soll ich sagen? Bäm! Es ballert hier ordentlich rein. Man sieht es auch schon in den Rekorden. Immer wieder Saiblinge, Saiblinge, Saiblinge am Ladoga. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Information für dich von der Firma Holzkern. Die bieten uns im November 50% Rabatt auf das zweite Produkt. Heißt also, wenn du dir so eine Uhr gönnen möchtest, inklusive auch noch so einem schicken Armband, dann ist das Armband vielleicht einfach zum halben Preis. Oder du gönnst dir noch eine zweite Uhr für die Freundin oder mal ein bisschen was Schickes für die Mama. Und dann kostet auch die nur einen halben Preis. Also schön im November ordentlich shoppen gehen für Dezember. Und dann hat man da eine Sorge weniger. Gönnt euch die Produkte von der Firma Holzkern. Es gibt nicht nur Uhren, Schmuck, es gibt auch Ringe, Anhänger, Ketten und sowas. Richtig schicke und natürliche Produkte, immer etwas Besonderes. Und mit dem Code BLACK bekommst du auf das zweite Produkt 50% Rabatt. Der Link zu der Firma Holzkern ist hier direkt unter dem Video. Und jetzt geht's weiter. Und weiter geht's hier direkt. Alter Falter, es fängt schon wieder richtig gut an. Ich bin hier mit zwei Routen gerade unterwegs. Zack, der nächste, der Bach-Saibling auch schon da. Gerade vorhin auch hier gewesen, an der gleichen Stelle. Und wir waren hier unterwegs, auch hier schön, mit Vecchi-Rig. Und dann eben mit Vecchi-Rig hier rumprobieren, so ein bisschen zuppeln immer, bisschen kurbeln und dann reinziehen. Immer schön zuppeln, zuppeln. Und wieder hochziehen, ein Stückchen, kurbeln und wieder ein bisschen zuppeln. Und irgendwann ballern sie rein. Oder eben auch nicht. Kann auch durchaus passieren, ist aber dann nicht so schlimm. Denn dann wirft man einfach wieder aus, zack, und lässt ihn wieder absinken. Und guckt, ob in der Zwischenzeit auf der anderen Rute was ist. Und dann kann man da wieder weiter zuppeln. Zack, also schön im Wechsel. Manchmal sogar mit drei Ruten. Also wenn ihr da richtig aktiv sein wollt, dann auch gerne mal mit drei Ruten hier. Einfach ein bisschen rumgezuppelt machen und reinziehen. Ich bin jetzt gerade erst rausgefahren, in der Nacht sozusagen, in den ganz frühen Morgenstunden, 3, 4 Uhr rum, waren jetzt hier gerade, ja, Ludoga Renken, Stinte und Co., eine Quappe, auch mal eher ein bisschen selten. Und jetzt, zack, geht es gut los, ab 6 Uhr morgens ballern sie hier auf einmal wieder rein, die Saiblinge. Was man auch machen kann, hatte ich auch vorhin schon gemacht, einfach mal hier auf Tempo 1. Und dann locker durchgezogen, mit Tempo 1, einfach schön Dauerkurbeln, gar keinen Stress gemacht und auf einmal, zack, wenn einer reingeht, zieht er automatisch auch schneller wieder ein und dann hat man den Fisch auch relativ schnell wieder oben und wenn nicht, dann eben nicht, dann zieht man einfach locker hoch, in der Zwischenzeit kann die andere Rute locker runtersinken. Da ist natürlich wichtig, dass man jetzt den richtigen Haken verwendet, damit das auch so passiert. Das heißt, damit der Vecchi-Wurm mit diesem bebleiten Haken, den wir hier verwenden, langsam runtergeht. Deswegen verwenden wir hier super leichte Haken. Und die Haken haben alle ein Gewicht von ungefähr, naja, ich sag mal so 1-2 Gramm. Mehr kann das nicht sein, ne? Also gucken wir uns gleich auch im Detail nochmal an. Einmal hier auswerfen. Zack, einfach hier dieses Vertikalangeln. Einfach nur nach unten und gut ist. Und dann hier könnten wir das jetzt genauso machen. Ich mach's nochmal kurz auf. In der Zwischenzeit drehe ich runter hier auf Tempo 1. Wir haben jetzt gleich hier wieder Grundberührung, was ich natürlich praktischerweise gemacht habe. Einfach mal diese Schnüre vom Nordmeer genommen mit dieser farblichen Skalierung. Alle 5 Meter eine andere Farbe. Dementsprechend haben wir jetzt hier unten auch die Anzeige stehen. 5 Meter jetzt oder jetzt hier gerade 15 Meter Tiefe erreicht. Und jetzt schön langsam hochkurbeln. Absolut im Slow-Mode. Was man natürlich noch machen kann, zusätzlich hier mit der rechten Maustaste immer noch so ein bisschen reingehen. Bisschen pilken oder pilken, sag ich schon. Bisschen jiggen. Also den Vecchi-Wurm ein bisschen in Wallung bringen. Und auch hier wieder, wenn nichts geht, dann geht halt nichts, dann wieder auswerfen und gut ist. Ist es ein Spot, um hier unheimlich viel Kohle zu machen? Nö. Absolut nicht. Absolut nicht. Wir waren vorhin hier, haben ein Turnier gemacht auf sämtliche Saiblingsarten und kohlemäßig war ich bei ungefähr 300 Silber. Es ist voll okay. Nee, noch nicht mal. 280 ungefähr, 270 Silber. Es ist okay,
aber minus Bootsticket von 99 Silber, dann ist es schon wieder weniger okay. Also, 170 Silber in einer Stunde gemacht, ist nicht so wahnsinnig viel. Trotz allem, und das ist der Grund, warum ich hier bin, und das ist das Wichtige jetzt hier, hier geht es nicht um den ultimativen Silbersport, hier geht es darum, dass man hier die Chance hat, diese recht seltenen Fische einfach gut zu fangen. Diese Saiblinge. Darauf kommt es mir jetzt gerade an. Wie gesagt, gerade schön hier einer nach dem anderen. Vorhin auch schon die Klotz-Saiblinge dabei gewesen und dann ging das ganz gut. Wichtig, dass man hier tatsächlich auch einfach schön neben der 12 ist. Wir sind vorhin eher so ein bisschen hier oben hingetrieben und dann irgendwann hier raus sozusagen von dieser Area. Und da hört es dann auch langsam wieder auf mit den Bissen. Aber wenn man hier in dieser Ebene ist, also direkt quasi neben der 12, dann passt das immer noch ganz gut und dann ballern hier eben auch immer wieder auch ganz gut die Brocken rein. So, jetzt hier wieder Bügel zumachen. Wir können auch einfach ein bisschen variieren. Machen wir mal Tempo 10. Einmal ein bisschen gekurbelt. Dann wird hier wieder ein bisschen klassisch, wie man das halt so macht mit Vecchi-Rig. Ein bisschen rumgezuppelt, dann wieder ein bisschen drehen und so weiter und so weiter. Wenn du dir noch unsicher bist, wie das geht mit dem Vecchi-Rig, vielleicht einfach mal da in das Tutorial-Video reinschauen vom, ja, oder zum Vecchi-Rig. Also alles übers Vecchi-Rig-Angeln. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man da eben auch das Vecchi-Rig führen kann. Abhängig eben aber auch natürlich vom Gewässer, ne? Und jetzt hier so das Vertikal-Angeln einfach nach unten. Da kann man am besten einfach so ein bisschen hochzuppeln. Zuppel, zuppel, dann wieder absinken lassen. Und so weiter und so weiter. Ja, vom Setup her, wir gucken gleich mal eben rein. Ich werfe jetzt hier nochmal eben aus und ziehe dann die andere schon mal hoch. Also zack, raus damit. Und dann gucken wir hier rein. Und währenddessen, so, lassen wir das hier noch so ein bisschen bommeln. Genau. So, da ist das Setup. Wir haben jetzt hier eine der wichtigsten Routen im Game. Wenn man Bock hat auf Spinning und wenn man sich dann noch spezialisieren will auf Gummifischmontagen. Hier auf der Route alle Gummifischmontagen, die es gibt, plus 3. Bedeutet also im Endeffekt, du müsstest gar nicht im Spinfischen nicht eine dieser Gummifischmontagen hier skillen. Man könnte sich sämtliche Skillpunkte hier sparen und hätte trotz allem, wenn man diese Route hier verwendet, die Vexilla, alle Skillpunkte maximal geskillt. Ja, wenn man zusätzliche Skillpunkte investiert, gibt es immer noch eine kleine Steigerung sozusagen. Also man macht trotzdem nochmal, man hat quasi dann 6 Punkte investiert. Aber der Effekt ist eben, ja, abflachend, ne? Also man, das heißt, der erste Skillpunkt bringt richtig viel, der nächste bringt nicht mehr ganz so viel und der nächste noch weniger und so weiter. Und dann bringt der fünfte oder vierte, fünfte, sechste, bringt dann noch weniger. Und dementsprechend ist das, ja, vielleicht nice to have, um nochmal das letzte ein bisschen rauszuholen. Aber eine Route, die dann vielleicht sogar noch Plus auf Spinning hat, ist dann vielleicht doch noch ein bisschen effektiver, weil man eben auch mit den Prozenten auf Spinning nochmal vielleicht ein bisschen besser fängt und vielleicht doch eher eine Chance hat auf noch größere Brocken und vor allem auch auf mehr Brocken. Dementsprechend habe ich jetzt hier auf der zweiten Route, die können wir ja mal eben angucken. Moment, ich mache hier nochmal eben auf und dann ziehen wir hier nochmal rein. Deswegen habe ich hier plus 10 ist er hier drauf auf Spinfischen. Das heißt, ich habe 110% im Spinfischen und habe zusätzlich aber auch noch hier Vecchi-Rig-Punkte quasi investiert. Das heißt, in beiden Fällen sind jetzt hier doch schon ziemlich gebuffte Routen im Einsatz. Dementsprechend hoffe ich auch einfach mal hier irgendwann nochmal eine von den Saiblings-Trophys zu fangen. Das wäre der absolute Hammer. Das wäre schon richtig nice. Ja, und jetzt wie gesagt auch vom Verfahren her, genauso wie gerade auch schon, ein bisschen rumgezuppel und immer wieder gucken, kontrollieren, ob man noch richtig ist. Wir treiben gerade irgendwie nach unten. Das hatte ich vorhin nicht. Weißt du was, wir fahren nochmal gleich ein Stückchen weiter. Hier ist glaube ich zu, das ist gut. Wir fahren nochmal eben ein Stückchen wieder zurück. Ja, denn da vorne war... Na, ach nee, ich habe einen Anker diesmal gemacht.
Diesmal mit Anker, das hatte ich sonst nicht. Anker lichten. So, jetzt. Kurz wenden. Stopp. Und ich laufe schon wieder aus. Na, vielleicht hier an dieser Kante, ne? Immer bedenken, wir haben das Echolot hier an diesem Setup, beziehungsweise auf diesem Boot ist das Echolot hinten. Dementsprechend sehen wir quasi erst, wenn wir dran vorbeigefahren sind, die Markierung oder die Anzeichen für die Spots am Echolot. Gucken wir mal, vielleicht treiben wir jetzt gleich wieder ein bisschen weiter runter, dann wäre das nicht so verkehrt. Dann kommen wir nämlich genau und bis genau in die Richtung, wo wir wollen. Und dann klappt das auch. So, sehr schön. Nächster schöner Brocken, gutes Gewicht. Übrigens mit Ultralight stand ich hier auch schon. Die Vexilla in Ultralight auch schon getestet. Oha, einen Zander. Den wollen wir besser nicht. Wenn die groß werden, die werden dann ja wie Bretter im Wasser. Das wird schwierig, die dann hochzukriegen. Aber so jetzt hier einfach auf entspannt rausziehen die Dinger. Wie gesagt, einfach ultimativ der Sport. Also Fische hier mit 3, 4 Kilo waren vorhin im Turnier mit dabei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vom Köder her, dieser hier gerade ist ja Nummer 1, würde ich sagen. Der funktioniert gerade am besten. Silbrig-grau, der klappt gerade eben richtig gut. Nasty Warm 4,5005. Und das dann hier in Kombination mit einem 1-0er Haken. Man kann auch mal einen 1er Haken nehmen, aber ich bin eher für die großen Brocken und vielleicht eher ein bisschen weniger Frequenz, aber dafür dann richtig. 1-0er Haken und den eben vom Gewicht her in 1,75 Gramm. Super leicht. Aber dann hat man eben damit auch die Chance, dass man hier eben auswirft und locker wieder runterbaumeln lässt. Also zack, auswerfen. Der braucht richtig, richtig lange, bis der unten angekommen ist. Wir haben es jetzt hier zwar nur 15 Meter, aber dann können wir hier eben richtig schön in der Zwischenzeit mit der anderen Route aktiv werden. Und wo wir jetzt dann hier so ein bisschen rumzuppeln, in der Zeit hat dann eben der andere Köder mit dem Haken die Zeit, eben einfach runter zu trudeln. Was man auch gut machen kann, es gibt ja immer noch so einen kleinen Bug im Game, dass man sieht, und zwar müsste man das hier dann aufmachen, wenn ein Biss beißt, flackert die Schrift. Warum das so ist, keine Ahnung, dass es so ist, naja, so ist es nun mal. Und das nutzt man natürlich dann auch gerne bei solchen Geschichten. Das heißt, wenn man hier mit mehreren Routen zu Gange ist, einfach auch mal zwischendurch einen Blick hier reinwerfen. Wenn das hier flackert und wir haben hier nicht die Meldung stehen, dann ist der Fisch auf der anderen Route, ist ja klar. Also zuppeln, 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 weitermachen, nicht lang schnacken, sondern direkt wieder auswerfen, zack, und dann mit der anderen Route auch hier wieder weitermachen. Das Ganze funktioniert natürlich auch an anderen Spots, an anderen Stellen. Aber wie gesagt, seit letzter Woche, da waren schon mehrere Meldungen hier von der Area. Und ich muss gerade nochmal gucken. Wir hatten da auch tatsächlich eine Meldung. Genau, Captain Obvious, der hatte das auch im Discord noch gepostet. Auch sein Setup und sein Kescher dazu reingepostet. Genau, Klotzsaiblinge. Genau, hatte ich vorhin auch. Zwei schöne Dinger. Und Bach-Saiblinge auch dabei gewesen. Also alles das, was man hier saiblingsmäßig haben will, die wichtigen und seltenen Saiblinge. Und vielleicht läuft es ja bei dir und vielleicht hast du ja das Glück, dass da was reingeht. Das wäre es doch. Schön die Saiblingstrophy hier am Archipel. Übrigens vom Setup her, man muss hier nicht so ganz riesig groß reingehen. Wenn man hier mit einem kleineren Setup reingehen möchte, überlegt es euch aber gut, denn wie gerade schon gesagt, das ist keine Stelle, um hier wahnsinnig viel Silber zu machen. Das ist eher eine Stelle, um mal einen seltenen Fisch abzuhaken und zu sagen, okay, hat vielleicht geklappt oder man fängt gerade an hier mit Vekirik, hat das gerade freigespielt. Dann kann man das bestimmt hier auch ganz gut testen und ein bisschen probieren, ob da was reingeht. So, ich probiere jetzt nochmal ein bisschen weiter rum, konzentriere mich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter auf das Vekirik und so auf dieses Rhythmische, da mal zubbeln und so weiter und sehe auch wieder zu, dass ich, ja, wobei von der Position passt es, dass ich genau hier in der Position bin und werde auch zusätzlich gleich noch hier die Ultralight
die Spinningrute auch noch reinballern und dann gucken, dass wir hier die dreifache Chance haben auf die Saiblinge. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer live 19 Uhr und gleichzeitig live auf YouTube. Von daher einfach auf YouTube gucken oder auf Twitch gucken. Bis dahin.